Die Formel 1. Ein Haifischbecken. Eins, das von Männern dominiert wird. Hier geht es um Geschwindigkeit, Macht und vor allem ums Geld. Ist die Formel 1 ein Krieg? Naja, es ist Sport und da will man gewinnen. Du kämpfst gegen andere. Also ist es ein wenig wie Krieg, ja. Ein Krieg, in dem Frauen kaum vertreten sind. Obwohl das Geschlecht im Motorsport keine Rolle spielt. Es ist 2023 und man muss sich immer noch die ein oder andere Macho-Sprüche anhören. Oder ja, einfach die Leute, die das Gefühl haben, man soll etwas Gescheites machen in seinem Leben. Oder eben, dass Frauen nicht hinter der Tür gehören. So Sprüche gehören schon noch dazu. Und doch gibt es sie, die schnellen Frauen, die sich in dieser Männerdomäne noch immer beweisen müssen. Es hat dort die gehabt, die das Auto lieber in die Leitplanke da haben, als hinter ihr ins Ziel kommen. Ich bin Fabienne Wohlwind, bin 26, komme aus dem Fürstentum Liechtenstein und bin professionelle Rennfahrerin. Fabienne Wohlwend ist die schnellste Frau Liechtensteins und eine der schnellsten der Welt. Meine Motorsportkarriere hat schon ganz früh gestartet. Mit 7 Jahren war ich das erste Mal auf einer Kartbahn, damals im Tessin, mit meinem Papa und meinem grossen Bruder. Weil ja, er eigentlich das Go-Kart gekriegt hat und dann hat es gesagt, Fabienne, das muss schon ausprobieren. Ich habe mich doch überreden lassen, bin ein paar Runden gefahren, voller Begeisterung ausgestiegen, Visier geöffnet und gesagt, Papa, ich will Formel 1 Weltmeisterin werden. Ich habe immer geschaut, was muss ich machen, dass ich weiterkomme. Dann kommen wir einmal auf. Nimmst du überall noch zwischen die Füße, Hände in die Hüfte, fest zusammenrücken, gell? Rennsport ist körperlich belastend. Doch es gibt gewisse Unterschiede zu anderen Sportarten. Jawohl. Wie tut's? Gut. Das Problem ist halt, dass ich ich hocke extrem viel. Und dann merke ich halt immer in der Hüfte, dass mir Hüftbeuger da hinten, die ganze Glut da zugehen. Erstmal muss man immer öffnen und dann natürlich immer Schulter, Nacken, wo halt mit der Gehkraft so. Und mit den Vibrationen sind natürlich auch. Das merkt man dann schon. Wir haben natürlich die sportspezifische Anforderung. Das heißt, sehr viel Oberkörper-Nacken. Das ist jetzt schon ein signifikanter Unterschied im Vergleich zum Skifahrer oder auch Eishockeyspieler. Im Motorsport treten Frauen gegen Männer an. Für Fabienne bedeutet das eine Extrameile im Training. Grundsätzlich sage ich immer, passt ja das Go-Kart oder das Auto nicht, ob da ein Mann oder eine Frau am Steuer hockt. Aber so ehrlich muss man sein, als Frau muss man den körperlichen Nachteil aufschaffen. Dementsprechend trainiere ich auch sehr viel im Gym, um eben wirklich den körperlichen Rückstand aufzuholen, dass ich körperlich keinen Nachteil habe gegenüber einem Mann. Sonst muss ich sagen, habe ich das Gefühl, dass Frauen allgemein ein bisschen härter, fleißiger sind. Gerade dort mal auf der Kartbahn bin ich wirklich eins von den wenigen Mädchen, die gefahren ist. Und vielleicht so wird der Druck höher, um sich wirklich auch beweisen, durchzusetzen, weil man als Frau einfach ihre Masse raussticht. Die Männerdomäne existiert seit Beginn des Motorsports. And they're away for 312 miles on a 14-mile circuit, winding through the picturesque Eiffel Mountains. In der über 70 Jahre alten Geschichte der Formel 1 hatten Frauen immer einen schweren Stand. Die erste Pilotin in der Königsklasse war die Italienerin Maria Teresa De Filippis, die im Jahr 1958 an den Start ging. Nach ihr kam lange keine mehr.
bis die Italienerin Lella Lombardi in den 70er Jahren als erste Frau einen Weltmeisterschaftspunkt beim Großen Preis von Spanien gewann. Seither schaffte es keine Frau mehr in die Formel 1. Aber warum? Pilotinnen etablieren sich nämlich durchaus in anderen Rennserien. Wie in Bathurst, Australien. Hier findet das größte Rennen des Landes statt. Supercars 1000. Ein großes Spektakel. Die einzige Frau, die hier an den Start geht, ist eine Schweizerin. Ich bin Simona de Silvestro und bin Autorennfahrerin. Ich habe eigentlich mit 6 Jahren angefangen, Go-Kart zu fahren. Und jetzt bin ich 35 und fahre immer noch Auto. In Bathurst heißt es Ford gegen General Motors. Ein epischer Wettkampf mit 60-jähriger Geschichte, an dem die Schweizerin teilnimmt. Für Ford. Das Auto hinter mir ist ein Supercross. Das ist eigentlich die Rennserie, die es in Australien gibt. So, ich würde sagen, wie die Formel 1 in der Welt, ist das für Australien die grösste Serie, die es gibt. Und, auf der Welt hat es wirklich so ein paar spezielle Rennen wie Le Mans, Indy 500, Monaco und Bathurst, würde ich auch sagen, dass das eines von diesen Rennen ist. Spezielles Rennen, wo jedes Mal gefahren sind, vor allem weil die Strecke ziemlich krass ist. Also die ist wirklich ein Berg und ich glaube, jeder wird am Sonntag vor dem Fernseher hocken in ganz Australien. Simona fährt einen Ford Mustang mit V8-Motor. Sie kennt das Auto. Sie fuhr es bereits 3 Jahre lang in der Supercar-Serie. In meiner Karriere war ich schon viel die Erste in Sachen. Und eben da auch in Australien war ich wirklich die Erste, die fulltime eigentlich in der Rennserie gefahren bin. In Down Under läuft vieles anders als in Europa. Auch in der Gleichstellung. Ich glaube, Australien und Amerika sich auch ein bisschen öffnen zu Frauen so im Rennsport. Also wenn ich so meine Karriere sehe, die letzten paar Jahre, hat sich schon dort am meisten da und die beste Chance eigentlich gegeben. Und vor allem hier in Australien eine mega gute Fanbase. Und die sind eigentlich auch wirklich dahinter, um zu sehen, dass ich eigentlich auch gut fahre. Und das macht es schon speziell. Nach einer längeren Pause freuen sich die Fans, dass Simona wieder bei Supercars zurück ist. Motorsport kann brandgefährlich sein. Deshalb müssen Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden. Jetzt können wir eigentlich dort, wo wir uns umziehen, bevor wir die Session gehen. Feuerfeste Kleidung bis auf die Unterwäsche ist ein Muss. Nichts für schwache Nerven. Angst haben im Rennauto wäre schwierig, dann das Sport eigentlich zu machen. Aber klar, zum Beispiel in meiner Karriere hatte ich auch schon ein paar brenzlige Situationen. Und ja, die probierst du eigentlich auch ein bisschen nicht wegstecken, aber zu verarbeiten und so. Aber klar, am Schluss fahren wir immer noch ein Rennauto neben einer Mauer mit über 300 Stundenkilometern, sodass du weißt, dass das Risiko eigentlich involviert ist. Aber ich glaube, heutzutage sind die Rennautos wirklich ziemlich sicher geworden und dass das eigentlich nicht mehr so ein grosses Thema ist. Aber es kann immer noch etwas passieren, klar. Ja. Auch körperlich ist das eine große Belastung. Aber eine, die genauso von Frauen wie von Männern erbracht werden kann. Wenn du bremst, kannst du bis zu 2 bis 3 G haben. Das heisst, dass 3-mal das Körpergewicht nach vorne geschleudert wird.
unser Heartrate ist so zwischen 160 und 180, so für 2 Stunden lang, so muss man eigentlich physisch schon ziemlich gut sein. Vor dem Rennen am Sonntag wird getestet. Das Auto muss perfekt an die Pilotin angepasst werden. Teamwork. Ich bin immer konstant in Kommunikation mit dem Team, also mit meinem Lead-Ingenieur. So jetzt in der Training zum Beispiel, wenn ich immer sage, was das Auto macht oder was ich brauche, um schneller zu fahren. Dass er dann ein paar Änderungen am Auto macht. Stoßdämpfer können wir auch ein bisschen ändern. Dass das Auto auch entweder untersteuern hat, das heisst, dass es nicht so dreht, oder übersteuern, dass das Auto eigentlich hinten ein bisschen schliffert und so. Und das sind so Sachen, die jetzt in den nächsten paar Tagen mega wichtig werden sein. Das Schrauben und Tüfteln passiert stets unter dem prüfenden Blick von Simonas Vater Pierluigi. Er ist seit der ersten Stunde an ihrer Seite. Das Wartland am Genfersee. Hier lebt Pierluigi. Und hier ist auch Simone aufgewachsen. Seine Liebe zu Ferrari und Alfa Romeo hat er seiner Tochter weitergegeben. Ja, das ist eine glatte Geschichte, weil ich bin im Autobusiness und ich bin in einer Garage aufgewachsen, wo ein Auto gebaut hat, sportliche Auto unterhalten hat. Und wir sind danach, das war eigentlich mein Leben. Als ich dann geboren ist, haben wir ab und zu am Sonntag Formel 1 geschaut. Das war normal, als die Motoren noch schön laut waren. Und ich habe immer, wenn Simona bei mir war, habe ich sie so gehabt. Und die hat in den Fernseher geschaut und mit mir den Formel 1 Grand Prix geschaut. Später ist sie für sich dann vom Virus vom Rennsport eingefangen worden und sie hat dann nachher Go-Kart gefahren. Und weil sie sehr klein war, musste ich sagen, du weißt was, Simona, wenn du dann mal die Pedale runterkommst, kaufe ich dir dann Go-Kart. Voilà. Und dann irgendwann, als sie etwa 5 war, ist sie dann die Pedale gekommen. Und dann habe ich sie, sind wir ab und zu am Mittwoch oder am Samstag, Sonntag sind wir auf die Pisten gegangen und ich habe Fahrschule gemacht mit ihr. Aus Jux meldete Pierluigi seine Tochter ein paar Jahre später an der Westschweizer Go-Kart-Meisterschaft an. Als ich dort hergekommen bin, Kopf und Stutzen, was ist denn da los? Das war wie ein kleiner Formel-1-Zirkus. Ich dachte, das sei so ein Kinderzeug. Oder? Nein, das ist eine richtig grosse Organisation. Ja, gut, okay, mal schauen. Und dann, was passiert? Simona fährt Pole Position. Und nachher gehen sie noch rennen. Ja, und dann ist auch für sich etwas passiert. Und ich denke, Moment, wo bin ich da? Auf einmal kommen die, da war beschissen und alles zusammen. Wir waren abgeschissen. Das war fast eine kleine Revolution. Trotz Vorurteilen gegenüber Mädchen fährt Simona mit Talent und Ehrgeiz in die Formel Renault. Mit 17 steigt sie in die Formel BMW ein und wandert im Zuge dessen in die USA aus. Danach folgt der Aufstieg in die IndyCar-Serie, dem US-Pendant zur Formel 1. Ladies and gentlemen, the 100th anniversary edition of the Indianapolis 500 is green! 2011 dann der große Schock. Im Training vor dem Rennen in Indianapolis verliert Simona die Kontrolle über ihr Auto. Auf einmal sehe ich, dass das Auto ein bisschen ausbricht. Und ich weiß, ich habe geschrien, Simi, geh an die Box. Oder? Weil ich habe gesehen, dass das nicht gut ist. Und im nächsten Durchgang verliert sie das Auto und knallt in die Mauer.
runtergerannt, unter dem Tunnel durch. Und als ich aus dem Tunnel raufkomme, höre ich den Helikopter, der Turbinen anladen. Nein, nein, ja nicht. Ja. Der Arzt kommt dann raus und sagt, ja, Simone, geht's gut. Dann habe ich gesagt, er soll sich um mich kümmern. Und dort hat sie aber Albträume gehabt, die ganze Nacht. Albträume, Albträume, Wahnsinn. Und am anderen Tag hat sie gesagt, du, ich höre auf, ich höre auf. Ich habe gesagt, ja, Simone, nach so einem Unfall, ich verstehe das. Das ist deine Entscheidung und wenn du das entscheiden tust, stehe ich dahinter. Ist ja kein Problem. Simone erleidet schwere Verbrennungen an den Händen. Sie ist kurz davor, alles hinzuwerfen. Und dann hat meine Frau, Emanuela, zu ihr gesagt, weißt du was, Simone, du kannst nur eine Entscheidung nehmen, wenn du jetzt wieder einmal fahren tust und dann tust du entscheiden. Weil vielleicht wirst du es nachher bereuen. Schmerzmittel fallen in den USA in die Kategorie Doping. Ohne Medikamente wagt Simone trotzdem eine Fahrt. Und dann ist sie dann reingekommen ins Auto. Ist 7 Runden gefahren. Und dann ist sie mit der Banane zurück und dann ist es gut. Dann hat sie sich dann noch als 24. wieder qualifizieren. Und seitdem ist sie in Amerika der Iron Maiden. 2 Jahre später holt sie sich als dritte Frau in der Geschichte der IndyCar-Serie einen Podestplatz. Für die Formel 1 reicht es dennoch nicht. Nach einer kurzen Phase als Testfahrerin beim Rennstall Sauber muss sie das Team wegen Budgetproblemen wieder verlassen. Der Traum von der Formel 1 geplatzt. Die kleineren Teams haben einfach leider nicht so ein grosses Budget. So, wenn ein Fahrer mit etwas Geld kommt, tendieren die dann mehr zu so jemandem zu gehen, weil das hilft dann am Schluss das ganze Team. Und ja, dann bist du auch ein bisschen als Fahrer wirklich abhängig, ein bisschen Geld zu bringen, Sponsoren zu finden, um das weitermachen. Und klar, Summen in der Formel 1 sind einfach viel, viel grösser wie andere Rennserien. Und das macht es einfach schwierig, für Talent eigentlich auch die Chance zu bekommen. Weil vor, keine Ahnung, 40 Jahren haben die Teams einfach mehr Möglichkeiten gehabt, auch wenn jemand gut ist, einfach zu sagen, komm, den nehmen wir mal und schauen, wie es geht. Und heutzutage ist das leider nicht mehr so. Fehlt das Geld, muss man auf Alternativen zurückgreifen. Ein Training auf dem richtigen Hockenheimring kostet tausende Franken. Deshalb fährt Fabienne im Wohnzimmer. Das Problem ist, wenn ich da stundenlang fahre, Corona-Zeit hat meine Familie fast die Schrauben gemacht. Dann habe ich ein Headset gekriegt. Und jetzt sehr spät und hart für die Hornnadel bremsen. Zweiter Gang, Sport, Scheitelpunkt, Lenkung öffnen, Körb mitnehmen. Hier nicht zu weit austreiben lassen. Und dann sehr viel Schwung mitnehmen, weil die letzte Kurve zählt ja immer doppelt. Einmal für die letzte Runde und dann für die darauffolgende. Und das war eine Runde um den Hockenheimring. Der internationale Dachverband FIA hat bisher nur wenig für Frauen getan. Oft waren es nur Lippenbekenntnisse. Ein Projekt war aber die Frauenserie W-Series, an der auch Fabienne teilnahm. W-Series hat dort mal die grosse Mission, das grosse Ziel gehabt, Frauen im Motorsport zu fördern. Mit einer reinen Frauenserie. Dort war es sehr umstritten gewesen, wieso muss man Frauen trennen? Sind wir nicht gut genug? Gibt es zu wenig? Oder was ist der Grund, um wirklich eine reine Frauenserie zu machen? W-Series hat ganz klar gesehen, wir machen das, um fokussiert 20 Frauen, die besten 20, zu fördern. Mit uns haben wir den Testtag gemacht, wir sind Rennen gefahren. Wir sind dann wirklich ja, weltweit, von Miami bis Singapur bis Barcelona, Silverstone, sind wir überall in der Formel 1 am Start gewesen. Sagen wir so, ich hatte davor, bevor ich auf W-Series gefahren bin, normal als ja, Bankkauffrau gearbeitet. Und sie haben mir wirklich den Schritt ermöglicht, um meinen Traum zum Beruf zu machen. Trotzdem.
In der Szene ist das Modell der reinen Frauenserie umstritten und wird von manchen Pilotinnen gar als Herabwürdigung verstanden. Als die Serie eingeführt wurde, postete Rennfahrerin Pippa Mann: Ein trauriger Tag für den Motorsport. Diejenigen, die über finanzielle Mittel verfügen, um Rennfahrerinnen zu unterstützen, grenzen sie lieber aus. Ich bin zutiefst enttäuscht, dass zu meinen Lebzeiten noch ein solcher Rückschritt passiert. Die ehemalige IndyCar-Rennfahrerin Danica Patrick sagte im Podcast von Sky Sports etwas Ähnliches. Ich habe nicht unbedingt eine Kritik, aber eine Meinung zu Frauenserien. Klar, es kann eine Chance für eine Pilotin sein, die sonst keine Möglichkeit hat, ihr Talent zu zeigen. Aber irgendwann muss man gegen die Jungs fahren. Wenn du dich nicht an den Besten misst, beeinflusst das deine Leistung und deine Ziele. Man muss sich möglichst früh in die schwierigsten Situationen begeben. Nach 3 Jahren stellte die FIA die Frauenserie schon wieder ein. Niemand wollte in die Frauen investieren. Das große Problem, wie immer, nach 3 Jahren haben wir keine Sponsoren mehr gefunden. Ist ihnen das Geld ausgegangen und wir müssen in Singapur die Saison beenden, obwohl noch das Rennen in Austin und in Mexiko angestanden wäre. Sehr bitter gewesen. Lange haben wir gehofft, dass wir einen neuen Investor finden, der die Serie wirklich nochmal neu aufrollt. Leider nicht passiert. Kein Geld, keine Chancen. Doch das alleine erklärt den Mangel an Frauen im Motorsport nicht. Formel 1-Veteran Craig Pollock will das Problem anders angehen. Warum es in der Formel 1 keine Fahrerinnen gibt, das ist die eine Frage. Dann gibt es aber noch eine andere Frage, die genauso wichtig ist. Warum gibt es keine Ingenieurinnen, Mechanikerinnen, Analytikerinnen und so weiter? Frauen sind genauso intelligent wie Männer. Sie sind genauso energiegeladen. Sie haben einen fantastischen Verstand und den nötigen Weitblick. Da muss sich einfach etwas tun. Ich denke, wir müssen nicht nur an die Universitäten gehen, sondern bis ganz unten an die Grundschulen. Wie kann man Mädchen zu solchen Berufen ermutigen? Ich denke, die Formel-1-Teams sollten dabei helfen. Seine Mission? Ein neues Rennteam in die Formel 1 zu bringen. Eines, das zu 50% aus Frauen besteht. Die Formula Equal. There is no question in my mind, and I've also heard through the right sources. Wir haben uns beworben und wissen aus sicherer Quelle, dass wir schon vieles richtig gemacht haben. Auch die Finanzierung ist da, das ist nicht das Problem. Aber wir wussten schon sehr, sehr früh, dass die FIA darauf besteht, dass man mit einem großen Autohersteller einsteigen muss. Das ist der Punkt, an dem wir jetzt sind, nämlich sicherzustellen, dass wir mit dem richtigen Hersteller in Kontakt stehen, der auch für eine lange Zeit im Sport bleiben will. In der Formel 1 gibt es nur 10 Teams. Kommt ein neues, muss ein bestehendes gehen. Es dreht sich um millionenschwere Verträge, Profit und Netzwerke. Ja, die Formel 1 ist politisch, daran besteht kein Zweifel. Ist das schwierig? Wenn man schon so viele Jahre mit dem Sport zu tun hat, gewöhnt man sich daran und weiß, wie man damit umgeht. Politiker wissen auch, wie man Politik macht. Wenn man also Sport macht, sollte man besser wissen, wie man ihn betreibt. Doch selbst jemand wie Pollock, der die Regeln hinter den Kulissen kennt, braucht einen langen Atem. Für die kommende Saison hat es mit der Formula Equal noch nicht geklappt. Sein Ziel ist das Jahr 2026. Sonntag in Bathurst. Der Tag des großen Rennens. Simona De Silvestro gegen 28 männliche Kontrahenten. Ich fühle mich eigentlich ziemlich confident, weil alle Sachen bis jetzt sind eigentlich gut gelaufen. Aber im Rennen, ja, eigentlich musst du locker reingehen, aber klar wird der Stress auch immer ein bisschen da sein, weil du willst ja eigentlich gut machen und ja, der wird sicher auch ein bisschen mitspielen. Ja. Musik
6 Stunden und 1000 Kilometer später. Das Rennen ist beendet. Technisch hat alles gut geklappt. Die Crew ist zufrieden. Für einen Platz in den vorderen Rängen hat es aber nicht gereicht. Simona ist enttäuscht. Nein, eigentlich nicht. Es ist eigentlich ein bisschen schwieriges Rennen, weil man zweimal über drei gefahren ist. Und ja, ein bisschen frustrierend von dem her. Aber es ist wie sie, bis sie am Ende kommen. Und das ist gut. Ja, okay. In first place for Red Bull Ampole Racing, car number 97, Shane Van Gisbergen and Richie Stannaway. Die Gewinner, wie so oft, das millionenschwere Red Bull Team, für das im Automobilrennsport keine Frau fährt. Leider glaube ich, dass immer noch ein bisschen, doch noch eine Macho-Welt ist in dem Sinn. Und eine richtige Chance, eine Frau zu geben, ist noch nie wirklich passiert. Weil am Schluss irgendein Fahrer muss im besten Auto hocken, um überhaupt die Resultate. Also das sieht man ja jetzt wie ein Hamilton. Wenn das Auto nicht so läuft, ist er jetzt nicht, dass er einfach davor fährt. Und bis jetzt als Frau ist das noch nie wirklich passiert. Also wenn ich meine Karriere ein bisschen anschaue, habe ich Resultate gebracht, aber ich habe nie wirklich diese Chance gehabt, mal 2 oder 3 Jahre in einem Top-Team zu sein, wo ich wirklich weiss, dass das Auto, das ich habe, kann um eine Meisterschaft fahren. Und das ist noch nie wirklich passiert. Und das fehlt noch ein bisschen, glaube ich, dass die Mentalität ändert, dass wirklich eine Frau kann zeigen kann, schau, ich kann wirklich jedes Wochenende vorne fahren. Ich glaube, wenn das mal passiert, wird sich dann vieles ändern. Für mich persönlich, ich habe gesagt, ich möchte ein Vorbild sein, das ich als 7-Jährige nicht hatte. Weil wenn ich den Fernseher geschaltet habe, war nie irgendwo eine Frau im Bild oder sehr, sehr selten. Und ich finde immer, wenn du es siehst, dann glaubst du das so. Und ja, ich denke, so das Vorbild schaffen, Vorbild sein, ist enorm wichtig. Gerade, ja, wenn du irgendwo auf der Rennstrecke bist, ich habe noch immer mega Freude, wenn ich irgendwo ein kleines Mädchen sehe. Und die haben Fotos fragen oder fragen, ob sie mal ins Auto hinsitzen kann. Oder auch jetzt, wenn ich mal irgendwo auf der Karpan bin und irgendwo ein Mädchen sehe, sage ich, ja, gib nicht auf. Es ist ein harter Weg, es ist ein schwieriger Weg, aber es ist nicht ein unmöglicher Weg. Es liegt also nicht an fehlenden körperlichen Voraussetzungen oder an mangelndem Talent. Vielleicht tut die FIA zu wenig, um Mädchen zu fördern. Und den Investoren fehlt der Mut, Frauen eine Chance zu geben.